Okay, liebe Zuschauer, wir gucken uns nun das Video von dem lieben Alexi Bexi an. Täuschend echt die Fake Apple Watch Ultras da. Ich bin super gespannt. Das wird Spaß. Das ist, by the way, kein neues Video von ihm. Ist 10 Monate alt, aber trotzdem, ich hab's noch nicht gesehen. Ich bin gespannt. Alles Fake. Okay, what the fuck? Was ist das? Was ist das? Ich war in den letzten Tagen mal wieder im Internet shoppen. Zum Beispiel bei meinem Lieblingsladen Brava, von dem ich immer diese geilen Klamotten habe, die ihr in all meinen Videos sehen könnt. Und auf Pflanzenseiten, weil mich dieses dumme Monetree Kickstarter aus dem damaligen Video einfach nicht loslässt. Dann war ich in Organspenderforen im Dark Web, weil ich keinen passenden... Boah, fühle ich. Bin ich auch des Öfteren. ...Computer für dieses Monster hier habe und natürlich auch auf China-Schrottseiten. Moneten? ADM1RAL-HIPSTER-CHEAT-X100. Ich gehe dann mal ins Bett. Muss morgen um 5.45 Uhr aufstehen. Lul, viel Spaß noch. Admiral, ich danke dir für den Support heute. Schön, dass du auch am Start warst. Und ich wünsche dir eine gute Nacht, mein Engel. Hallo, mein Gott, ganz viel Liebe, ganz vergessen. Was mach ich denn jetzt? Okay. Ich meine, vor wenigen Tagen gab es ja iPhone 14 Fakes schneller als... Ich weiß nicht mal, was ich für eine Grafikkarte habe, aber ich glaube, die 4070 oder die 3070? Nee, 4070 oder... Ich glaube, die... Ich habe keine Ahnung. Steht das irgendwo dran? Irgendeine GeForce RTX. Aber es steht nicht genau die Zahl dran. Keine Ahnung. Den PC habe ich seit einem Jahr. Oder? Seit einem Jahr? Nee, seit zwei Jahren? Oh, Leute, ich habe keine Ahnung. Das ist auch... Ist auch schwierig. Ich kann mit der Zeit nichts mehr anfangen. Sony jemals PlayStations liefern könnte und jetzt nur eine Handvoll Tage später gibt es schon die ersten Apple Watch Ultra Fakes zu kaufen. Aber nicht einfach nur Apple Watch Fakes. Nein, davon gibt es ja mittlerweile genauso viel wie Influencer mit ernsthaften Depressionen, worüber aber auf keinen Fall geredet werden darf. Nein, Apple Watch Ultra. Und das Wildeste dabei, statt für 1000 Euro kriegt ihr diese Apple Watch Ultra für 50 Euro. Ich brauche eine Apple Watch Ultra für 50 Euro. Ja, pass auf, hier. Watch 8 Air Pressure Attitude Body Temperature NFC 2.05 Zoll Screen. Und ich sehe da nur scheiße aus. NFC Unlock Door. Nice, direkt von Apple geklaute Bilder. Von der GS 8 Ultra, die für 50 Euro auch ein Display haben soll, das 2000 Nits hell ist. Noch ein geklautes Bild. Noch ein geklautes Bild. Was sagen denn bisherige Käufer so dazu? Lass mal gucken. Die Uhr 8 ist sehr gut. Die Funktionen sind sehr komplett. Die Lautsprecher ist auch sehr gut. Zufrieden. Meine Freunde sagten, es war schön. Empfohlen es zu meinen Kollegen und liebte es. Gott, ist das eine Kacke. Ich meine natürlich, das ist ein wundervolles Produktversprechen. Und ich kann kaum erwarten zu erleben, wie toll diese Uhr ist. Denn ihr werdet schon sehen, euch wird das Lachen noch vergehen. Dieses Produkt ist einfach unfassbar. Alexi Bexi, der Unfassbare. Ey, der Typ, der ist so geil. Der macht auch immer wieder neue Intros. Wir leben in einer Welt, in der Traum und Wirklichkeit nah beieinander liegen. In der Tatsachen oft als Lügen abgestempelt werden und in der Geiz vor Geier kommt. Um das zu verstehen, müssen sie über ihr Denken hinausgehen und ihren Geist dem Offensichtlichen öffnen. Okay, und sollte ich Jonathan Frakes jemals wieder in irgendeinem stümperhaft gemachten Remake von X-Factor sehen, dann gehe ich persönlich zu RTL 2 hin und hau den einfach ins Gesicht. Kümmern wir uns also um eine sehr ähnliche Abart wie diese ständig neu aufgelegten X-Factor-Serien, und zwar die GS... Shit. GS8 Ultra. Wear fat. Wear was? Wear fit. Man, rein optisch würde man jetzt erstmal denken, nice, eine Apple Watch Ultra. Das ist ja sogar dieses neue, fancige Armband. Auch G... Sieht einfach unfassbar hässlich aus. Ah, eine Apple Watch sieht jetzt nicht so aus, ne? Die hat jetzt hier nicht so ein hässlich... Also das sieht ja einfach nur billig. Also, das sieht ja einfach nur scheiße aus. Das ist ja nichts, was hübsch aussieht. Die Hook-Armband genannt. Falls ihr das mal ein bisschen näher sehen wollt, habe ich hier noch mein letztes Short dazu verlinkt. Dann gucken wir ein bisschen weiter. Also, ich selber trage keine Apple Watches, Watch Ultras und so. Aber das Ding fand ich hässlich. Watch Ultra, das unterstreicht ja nochmal das Ganze, dass ich hier um eine Apple Watch Ultra halten könnte, denn hier oben ist... Was hier, sieht die wirklich so aus, diese Apple Watch Ultra? Das sieht sau scheiße aus, muss ich sagen. Also wenn das jetzt auf der Verpackung wirklich eine sein sollte, ist sie echt hässlich. Was ist das? Oh, man kann damit Dinge tun. Watch Ultra Space übel günstig, also übel billig. Und auf der Rück... das ist aber schon mies. GS Made in China. Ja, irgendwie weird. Ist das... Sieht so die Apple Watch... Nee, die sieht doch niemals so hässlich aus, oder? Apple Watch Ultra. Du kannst ja nicht sagen, dass sie so hässlich aussieht.
Die sieht wirklich so, ach du Scheiße. Die sieht ja wirklich geisteskrank hässlich aus. Ach du Scheiße. Ach du, die sieht ja richtig hässlich aus. Ich dachte, das ist ja saubillig gemacht, aber das sieht ja wirklich so aus. Ey, sorry an jeden, der die hat und sich jetzt vielleicht beleidigt fühlt, aber ich finde, die sieht optisch richtig hässlich und billig aus. Weil eigentlich sieht ja eine Apple Watch-Packung so aus. Die Apple Watch-Ultra-Packung sieht aber so aus. Schon recht ungewöhnlich. Weil Apple so keine Packung, aber zumindest Werbung machen würde. Oh Gott. Es ist jetzt schon scheiße. Was haben wir denn da? Das ist aber im Grunde dafür, also zumindest in keinem schlechten Englisch. Das ist schon mal was. Ladekabel, das aber tatsächlich um ein Vielfaches leichter ist. Wie geht das? Warum fühlt sich alles aus Fernost immer so an, als ob das nur Papier wäre? Und last but not least. Hey, die sieht clean aus. Oh fuck. Oh. Oh. Hey, ich muss aber aus. Schon sagen, also bei mir... Wenn ich... Oh mein Gott, okay, nach der Reihe. Ich muss schon echt sagen, es ist lang her, dass wir zuletzt einen so guten Fake hatten. Aber apropos lang her, ich weiß, dass wir auch schon länger nicht mehr hatten. Danke an den Sponsor des heutigen Videos. Mitte. Deren Mitte Home ist ein in Deutschland produzierter 3-in-1 Wasseraufbereiter. Euer Trinkwasser wird inspiriert vom... Apple Watch. Wir machen es mal weiter. Meine echte Apple Watch. Und ich mach die auch mal ab. So. Scheiße, wie geht denn das? Einfach rausziehen, okay? Das ist ja eine Scheiße. Rechts ist die originale Apple Watch Ultra und links ist unsere China Apple Watch. Ey, so for real, ne? Ich finde die rechte... Also nimm's mir nicht übel, die ist mit Sicherheit deutlich hochwertiger und besser, aber jetzt vom Optischen her... Finde ich, die rechte sieht echt nicht geil aus, so. Ultra. Der Formfaktor, interessanterweise, ist erschreckend gut getroffen. Das Original ist so ein Hauch abgerundeter. Der Rahmen ist auch schon deutlich dicker. Wenn man jetzt nicht beide nebeneinander zum Vergleichen hätte, würde man erstmal keinen Unterschied. Das ist aber für Bergsteiger, Taucher und so weiter. Ah, okay, das macht die Sache nochmal ein bisschen interessanter. Aber trotzdem, ja gut, unter dem Aspekt ist vielleicht nochmal was anderes. Ja, und wenn wir das mal so rüberdrehen, holy shit. Also auch abgesehen davon, dass das Original wieder deutlich... Ist echt krass, ja. ...dicker ist. Es ist optisch echt Arsch auf Eimer. Ey, krass. Dann die vom Original ikonische linke Seite ist beim Fake auch ziemlich gut getroffen. Wir haben zwar scheinbar nicht dieses, wie nennt Apple das, International Orange als Knopffarbe. Es ist ein bisschen heller. Aber wir haben überall die gleichen Bohrungen. Sogar hier der Lautsprecher. Es ist ja, alter Schwede, das ist ja same. Und dann haben wir noch die Rückseite. Bei der Apple Watch Ultra haben wir diese vier fetten Schrauben auf der Rückseite und hier bei der Fake-Version nix. Aber sonst auch mit der Beschriftung, mit der Anordnung der Sensoren, wobei wir weiß, ob hier überhaupt welche drin sind. Wie kann man sich so viel Mühe geben für so ein scheiß Fake? Und wie kann man überhaupt so ein scheiß Fake kaufen? Gibt sich denn da keiner? Meine Fresse, ist das dumm. Oh. Kannst du mir noch nicht erzählen, dass das auf irgendeine Art und Weise irgendwie Sicherheit bietet? Viele haben sich beim Original immer beschwert, dass die Kante hier so scharf sei. Aber das Ding hier, damit kann man Brot schneiden, ey, das ist krass. Zum Starten soll man jetzt ja den Knopf hier gedrückt halten. Oh. Oh, also ich will nicht sagen, dass ich beeindruckt bin, aber ich bin schon überrascht, weil hier deutlich weniger Displayrand ist, als ich vermutet hätte. Als ob ich hier irgendwie schon meine Ringe voll hätte. Welche Ringe überhaupt? Was ist das für eine Einstellung? Warum ist das alles so? Und Always On hat es scheinbar nicht und hier Touchen geht auch nicht. Das heißt, man muss immer einen Knopf drücken. Ah, fuck. Wollen wir uns jetzt hier wirklich überall durchklicken? Nein. Der Apple Watch Move geht hier zumindest schon mal nicht. Was passiert, wenn wir jetzt die Digital Crown drehen? Oh. Oh. Ja, aber es läuft immerhin. Oh, hier, hört mal. Achtung. Läuft flüssig, wa? Ja, das ist eine mechanische Tastatur. Das muss doch ein bisschen klackern. Wie befriedigend. Oh, haufenweise Apple Watch Faces nur in geklaut. Ja, ich meine, guck mal. Ist... Moment, da. Hm. Nice. Die geklaute Variante ist halt einfach nur ein Standbild. Das Original dagegen ist aber komplett, seht ihr, bewegend und, oh, ihr habt's gerade gesehen. Oh, schön. Man, selbst hier dieses modulare Ding, wobei da stimmt nicht ganz der Farbton und das für die Apple Watch Ultra. Wie kann man sich denn so viel Mühe geben, das zu faken und so zu faken? Warum? Das typische Ziffernblatt ist ja auch mit dabei. Eben nicht in dieser typischen Interaktivität. Denn bei einem Original Watch Face bei der Apple Watch Ultra habt ihr so in Echtzeit mitlaufende Sensordaten. Hier unten dreht sich auch der Kompass mit und sowas. Das ist schon eine ganz andere. Wegen Geld darum. Ja, aber die Frage ist, wer kauft sich, also jetzt mal ernsthaft, wer kauft sich denn das? Sagt mir bitte, wer sich die Scheiße kauft. Du kannst ja nicht sagen, dass sich das ernsthaft gekauft wird, in der Hoffnung, dass es ein gutes Produkt ist. Millionen. Ja, du hast wahrscheinlich recht. Ich will es einfach nur... Ich will es wahrscheinlich nicht wahrhaben. Andere Nummer. Also, grob gesagt, beim Thema Watch Faces ist das Ding schon ziemlich... Er hat sich auf... Ja, zum Reviewen, aber ich meine jetzt ernsthaft so zum... An die Hand machen und...
Weit weg von einer originalen Apple Watch, geschweige denn von einer originalen Apple Watch Ultra. Ja, und was können die Knöpfe noch so? Ich meine, der hier ist ja bei der originalen Apple Watch dazu da, benutzerdefinierte Dinge auszuführen. Ich habe mir den zum Beispiel als Trainingsknopf belegt. Wenn ich da einmal raufballer, dann komme ich gleich zu einer schönen Übersicht bestimmter Trainings. Und hier... Passiert nichts. Hallo? Lauf, eine Radtour, Wandern und dann... Oh, geht's auch schon direkt los. Wow. Ich frage mich nur gerade, warum... Hey, das ist aber trotzdem die Funktion... Du hast da trotzdem Funktionen drauf und die funktionieren teilweise. Das ist ja stärker, als ich dachte. Die Ringe schon komplett gefüllt sind, obwohl hier überall eigentlich nur 000 steht. Gibt's hier noch mehr? Hallo? Hallo? Mal umbinden und meine Herzfrequenz messen. Parallel mache ich das auch mal auf der Ultra an. Die Ultra misst 85 Schläge pro Sekunde. Pro Minute. 92. Okay, 73 beim Fake, 71. Was ist denn das für eine verfickte Diskrepanz? Ein bisschen bewegt. Die Apple Watch steigt ein mit 112 und ja, bei der anderen sind es 77 oder auch gar keine Ahnung. Vielleicht würfelt die auch einfach nur die scheiß Zahlen. Also ich glaube, wer hier ernsthaft Fitness mitmachen will, der ist ein Vollidiot. Wenn man sowas... Junge, die Hintergrundmusik war von Sims, oder? Hat mich übel an Sims erinnert. Machen wir, dann holt man sich vernünftige Geräte. Das hier ist doch safe gewürfelt, ey. Ah, guck mal hier. Blutsauerstoff. Sitzen jetzt eigentlich beide so eng wie möglich, ohne dass meine Hand abstirbt. Die Apple Watch ist fertig und sagt 97%. Und unser Fake-Öhrchen macht halt was auch immer das da macht. Oh mein Gott, okay, eine Minute ist jetzt um. Was ist denn, das ist doch Schwachsinn, warte mal. Wie viel Blutsauerstoff hat Diana, sehr die Anleitung nice. Von der Uhr? Sehr, sehr, sehr vital. Ich würde sagen, die Anleitung ist sehr vital. Was für ein Schwachsinn. Alles fake. Und sonst, wenn man auf den Knopf hier noch klickt, dann kommt man in dieses Kachelmenü. Man könnte hier auch so ein bisschen drin rumwischen und gucken. Oh, auch Spiele. Krass. Das, wie sieht Spiele? Das Spiel, das drauf ist, ist Colorblind Card. What the fuck? Ja, aber sorry, man spielt nicht auf einer scheiß Uhr Spiele. Wer das macht, ist ja völlig... Also sorry, aber wer spielt bitte auf einer Uhr Spiele? Oh, ist Colorblind? Aha. Wow. Wann ist denn das Spiel zu Ende? Wenn ich mich jetzt verklicke? Man kann in dem Spiel nicht mehr sterben, wenn man sich verklickt? Ist das ein Schwachsinn? Ah, okay, damit das Kachelmenü ein bisschen mehr aussieht, sind hier auch so random Sachen drin, wie zum Beispiel Timer, Helligkeit, sogar der An-Aus-Knopf als einzelnes Kachelmenü. Okay, das suggeriert natürlich, als hätte dieses Ding mehr Funktion. Ja, dann laden wir jetzt mal deren Scheiß-App. Erstmal muss man sich registrieren, sonst geht hier... Ja, oh, wait, jetzt wissen wir, wie viele Leute das schon runtergeladen haben. Hätte dieses Ding mehr Funktion. Ja, dann laden wir... Okay. Also es hat 2,3 von 5 Sternen. Das ist schon mal besser, als ich dachte. Das hat 51 Bewertungen. Das heißt, mindestens 51 Menschen haben sich diese scheiß Uhr geholt und wollten sich das noch runterladen. Scheiß-App. Und dann müssen sie ja, also es haben wahrscheinlich, weil nicht jeder gibt eine Bewertung ab. Das heißt, ich würde jetzt mal sagen, sehr viele geben ja keine Bewertung ab. Das heißt, das haben sich Hunderte geholt wahrscheinlich. Muss man sich registrieren, sonst geht hier nichts. Hi, User. Hinzufügen. Oh, cool. Das ging schon mal automatisch. Verbindung fehlgeschlagen. Wer hätte das gedacht? Welcoming the new year. Mein Gott, das dauert ja ewig. Ist jetzt so ein scheiß Ziffernblatt, ey. Aber immerhin hat man dann Happy New Year 2022. Und sonst ist das, was man über die App verwalten kann, eigentlich belanglos. Man merkt halt hier jetzt volle Kante, dass es mit einer Original-Apple Watch überhaupt nichts zu tun hat. Ja, wo 250 Mitarbeiter. Ja, aber die bewerten doch nicht so, dass du auf 2,3 Sterne kommst, oder? Und das ist halt einfach ein Fitness-Gadget von irgendeiner Firma, die halt hier mit ihrer eigenen App jetzt die Brücke schlägt zu Apple Health und bla und Co. Nur ihren ganzen Kram halt in so ein gefaktes Apple Watch Ultra Gehäuse gepackt hat. Das ist ja richtig wild. Da haben sich ja gar keine Kosten und Mühen gescheut. Wieso geben die sich überhaupt so eine Mühe, dann auch noch so ein Fake-Ökosystem darum zu bauen? Um abzulenken davon, dass das hier alles scheiße ist? Das kann ja teilweise schon echt fahrlässig sein. Dann sitzt du da, versuchst du deine Werte oder sowas zu messen und denkst du dann mit dem Ding, oh ja geil, das sieht ja eigentlich alles ganz gut aus, aber in Wirklichkeit bist du irgendwie halb tot oder whatever. Am besten in Verbindung mit einem Fake iPhone 14. Fuck! Ich weiß wirklich nicht, was das soll. Hauptsache, man hat dann am Handgelenk etwas, was aussieht wie 1000 Euro, aber man kann damit überhaupt nichts machen, was auch nur ansatzweise daran kommen könnte, was diese 1000 Euro Uhr halt so kann. Nicht nur das Äußere ist fake, sondern auch das Innere ist fake und diese Scheiß-App setzt dem ganzen Fake-Gedöns nochmal einen oben drauf. Alles, was dazugehört, ist ein verschwendeter Haufen Scheiße. Hört auf zurück zu kaufen! Nichts davon, auch gar nichts, rechtfertigt auch nur 50 Euro für diese Scheiße! Ja, Alter, 50 Euro. Einfach für ein Plagiat. Respekt, dass es so ähnlich aussieht, aber sorry, wenn du dann trotzdem so eine Qualität bekommst, brauchst du das gar nicht erst wollen. Also von daher, Leute, hört auf, irgendwelche Fakes zu kaufen. Dann spart lieber aufs Original, dann seid ihr im Nachgang auch viel zufriedener, als wenn ihr mit irgendeiner Fake-Scheiße rumlauft. Oder holt einfach gar nichts, auch besser.
auch möglich, das zu machen, ja. Ich habe auch keine Uhr. Und meine Uhr von Amazon, die hat damals 25 Euro gekostet, die trage ich jetzt seit 2 bis 3 Jahren schon nicht mehr und trotzdem funktioniert die vielleicht noch? Weiß ich nicht, ob die noch funktioniert. Also ich glaube, die ist noch im Badezimmer. Ich bin aber nicht mehr sicher, ob die da noch ist. Also ich hoffe mal. Ach, keine Ahnung, ich weiß es doch nicht.